Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 und friesischem Arsch hier natürlich. Und zwar am. Ja, ihr wisst es, ne? Am Samstagnachmittag. Danke fürs Reinschalten. So, was machen wir Schönes? Ich würde sagen, Dreschen. Das Ganze sieht nach Dreschen aus. Passenderweise, dieses Wochenende gibt es ja 4 Folgen und ich versuche mal in jeder Folge einmal den Drescher auch nicht zu erwischen fürs Foto, ne? Also, ich. Für die jetzige Folge ist der Case. Der Case arbeitet. Warum der noch keinen Abfahrer kriegt, weiß ich nicht. Haben wir zu wenig auf Feld 24 Abfahrer eingestellt? Ich weiß nicht, der macht jetzt schon Pause, soweit ist das. Müssen wir mal gucken. Der steht auf 44, da ist aber auch gar keiner drin. Dann nehme ich den mal mit in die 24 rein und stelle den ein und dann hoffe ich, dass er was macht. So. Und wir vermissen immer noch einen, ne? Ich würde mal sagen, dann machen wir uns keinen Stress. Mal hier, ne? Der ist jetzt auch gleich wieder voll. Abfahrer müsste, steht da hinten schon. Das passt, dann sind die gleich durch. Radlader haben auch wieder ihre Arbeit aufgenommen. Feld 24, 44, glaube ich, klappt jetzt überwiegend. Da müssen wir noch gleich nochmal ein bisschen aufteilen. Hier werden Gärreste ausgebracht. Also wir haben schon sehr, 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 sehr viel Zeug, was aktuell hier parallel läuft. Kennt es ja nicht anders. Stress auf der Marsch, tausende Fahrzeuge eben im Einsatz. Mit dem würde ich eigentlich als nächstes 55 kalken. Noch bevor da irgendwas angesät wird, ne? Weil auch jemand schon mal schrieb, dass Kalk lieber schon vor der Bodenbearbeitung ausbringen. Also wir hätten es vor dem Pflügen schon ganz gut machen können. Aber vor dem Ansehen hoffentlich reicht. So, der ist der Kollege mit Hafer, genau. Und danach würde ich, sehe ich dich eher so auf Feld 24 als Abfahrer. So Leute, ich suche immer noch einen Case. Einen verloren gegangenen Case. Der Vorgewende-Class ist gleich auf der Ecke, wo wir ihn rausnehmen müssen. Genau, gönn dir ordentlich Silage. Das ist da, den meine ich, den müssen wir gleich rausnehmen, wenn er an der Ecke ist, weil da ist der John Deere angefangen. Dann haben wir so ein Feld mit den drei dicken Erntern auch schnell runter. Das schaffen wir bis 1 Uhr in-game, denke ich. Sehr optimistisch. Würde ich jetzt streamen, würde ich Vorhersage starten, ne? Wer glaubt dran oder wer glaubt nicht dran. Ganz neues, lustiges Gimmick. Mal gucken, ob ich das heute Abend schon irgendwie im Twitch-Livestream nochmal nutzen kann. So, da pirscht sich jetzt auch langsam mal eine an. Das ist schön. Der, wie gesagt, hat auch jetzt einen guten, macht jetzt auch seinen Job. Ich vermisse immer noch einen Case. Ist der wohl echt versunken oder kommt der jetzt gleich mal? Könnte meinen wir. Aha. Okay. Fehler gefunden. Auf falsches Feld geschickt. Soll wahrscheinlich eher zu 52, ne? Brennereigetreide mit der Hirse braucht er da auch nicht hin. Mit der Hirse kann er aber sowas von direkt in die passende Produktion fahren. Produktionen. Und das ist dann die Getreidefabrik. Hafer und Hirse, ne? Ganz klar. So. 52 Abfahrer. Das ist auch stimmig. Genau, passt. Okay. Wiedergefunden. Falls einige von euch das in die Kommentare schon geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Hab ihn gefunden. So, große Gerste-Ernte steht an. Ne? Wir sind jetzt gestartet auf 44, dann geht es noch rüber auf 46 und dann das 1647er Feld. Und ja, der Pflug arbeitet, muss eigentlich auch. 45 muss auch gepflügt werden. Dann würde ich versuchen, dass wir Kalk auf 45 ausbringen. So, als wäre es nichts anderes. Oder mit Hilfe von Befüllung am Hofsilo. Einige von euch schwören darauf, ne? Das ist natürlich aber mit Kalk dann auf der Entfernung auch echt eine Aufgabe. Wie viel hat er noch? Der hat noch genau 10.000. Weil wichtiger ist Ernten. Aber wenn man das gut einstellt, und das weiß ich ja nicht, wie es geht. Nein, ich weiß ja, wenn man es gut einstellt, dann läuft das auch alles gut, ne? Dann könnten wir aber auch Kalk mit dem Redal fahren vom Hof aus. Weil wir eh nichts kaputt fahren. Den 50 haben wir noch rumstehen. Großen Redal oder halt den Xerion. Und dann mit Kalk holen am Hof.
Ja, es ist die andere Frage, ne? Also es geht beides. Ich glaube, mit dem großen Bredal müssen wir ein bisschen weniger zwischenfahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Flotte hier. Für so rumranfahren macht auch wenig Sinn. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal ums Dreschen und ich mache mir noch weitere Minuten Gedanken über das Kalken auf dem Feld. Wir müssen es aber vorher machen, bevor wir es. Also ich will es gerne vorher machen. Und man kann das ja machen, ne? Also gleiche Problem wie letztes Mal. Wir hängen wieder so ganz bisschen im Streuteller und er dreht sich wieder so blöd ein und ach komm. So. Ich weiß nicht genau, ihr sagt, der dritte Punkt ist das oder so, ne? Welcher ist denn der erste? Abholen und abliefern? Eigentlich muss es das hier sein. Das müsste dann zum Beispiel Feld 46 sein. Ich muss das ja auch einfach mal mehr lernen. Nur wenn ich es häufiger anwende, dann kann ich es auch irgendwann. Und mache es auch häufiger. So, Feld 46. Auffüllen sollte er das ganze Hofsilo-Anhänger befüllen mit Kalk. Ich muss aber für den noch einen Kurs kalkulieren, ne? Also ich fahre jetzt erstmal zu dem Feld. Ich aber gerne zum anderen Feld. Ja. Er will sich erst komplett voll machen, oder was ist seine Mission? Er will sich auch nicht belehren lassen von mir. Schade eigentlich. Meter kann er ja. Dann machen wir es auch gleich mit 22 Meter Kalken. Das ist halt echt so eine Aufgabe. Wenn das eingestellt ist, dann bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir da eigentlich gar nicht eingreifen müssen. Und da ich jetzt eine Aufnahmesession habe, ich ziehe jetzt noch ein bisschen durch. Ist immer noch bei mir Freitagabend oder eher Freitagnacht. Ich nehme auf jeden Fall noch die beiden Sonntagsfolgen auf, denke ich jetzt im Schwung. Dass er dann da noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde arbeiten kann, der Kalkstreuer. Und vielleicht schon fast komplett unser. Ach, das war nicht gescannt, der Boden, ne? Was wieder das. Ach, Mist. Der Boden auf dem Feld ist ja noch gar nicht gescannt. Das mache ich ja, das ist ja auch nicht so um Vorbeigehen erledigt. Mist. Ja, das ist halt der Klaas, der jetzt schon auf Leerlauf fährt. Und der bringt jetzt ja nicht eine Pauschalmenge Kalk aus, ne? Das macht ja dann auch keinen Sinn. Das Feld muss erst abgescannt werden, leider. Dann könnten wir das, versuchen wir das Ganze mit Feld 55, oder? Ne, Quatsch. 41. Der Flug ist ja gleich fertig auf 41. Und das 41 ist zumindest gescannt, das wissen wir. Und da kann er dann schon perfekte Kalkmengen ausbringen. Ich fahre erstmal zu 41. Der hat Feierabend. Boah, Alter. '62 hatten wir gekauft, oder? Wäre denn das nächste Feld? Ja, genau. Man könnte auch meinen, es ist wieder viel, viel, viel zu viel, ne, was aktuell alles läuft. Ist es auch.
meine Mission hier. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ist es relativ effektiv. Sonst würde man nicht in so kurzer Zeit schon so viel geerntet haben. Natürlich geht es irgendwie anders auch besser, das ist klar. Wir müssen den John Deere, der braucht jetzt hier gleich eine neue Zuweisung. Hier bin ich wieder viel, viel zu nah dran. Mit diesem riesen Abladerohr vom Klaas. Keine Ahnung, wo der jetzt hin will. Ach ja, ich weiß nicht genau. Das ist echt schwierig, da zu überlegen, was machen wir jetzt prioritätsmäßig, ne? Lass mal ihn rausschmeißen. Dann mal kurz die Linien anzeigen lassen und irgendwo hier neu ins Feld reinstechen. Der arbeitet, also wird da den Rest abernten. Ich glaube, der John Deere müsste ja eigentlich in der dritten Reihe sein, also den müssten wir eigentlich in Ruhe lassen können. Und dann sehe ich mich eigentlich so auf dieser Bahn hier, ne? Eine gute Aufteilung. Ja, passt. So, das passt, Leute. Ich glaube, das läuft jetzt einigermaßen hier. Sofern die Abfahrer sich nicht zu häufig verhaspeln und einigermaßen am Start sind, ist das alles. Alles gut. Ja, Bodenproben 45 müssen wir dann ziehen. Vorher würde ich aber tatsächlich versuchen, auf 62 anfangen zu ernten. Also auf 52 läuft alles. Das dauert auch, weil wir haben nur einen Case. Ich hatte auch mal ganz kurz so diese Überlegung, noch einen Case zu kaufen, aber komm, lass ihn einfach in Ruhe auf 52, wollte ich sagen, lass ihn einfach erstmal in Ruhe auf 52 ernten und gut ist. Ich glaube, es ist doch praktischer, wenn wir Schneidwerk ausklappen, weil die Brücke da hinten könnte ein bisschen Probleme machen. Geht's. Ansonsten würde ich machen, die beiden New Holland hier, die machen ein paar Meters. Ich vergesse mal das Feld hier unten auf der Insel. Gar nicht genau, wie weit das jetzt schon im Erntestatus ist, oder im Wachstumsstatus ja eher gesagt. Gehen wir mal kurz ein hier auf Geschwindigkeit. Kann ich nämlich. Also generieren machen wir auf dem Feld, sobald ich raufgefahren bin aufs Feld. Ah, wir sind noch gut in der Zeit, Leute. Den vor 1 in-game. Ganz bis 1 Uhr werden wir 24:44 nicht geerntet haben, aber dass die jetzt auch schon wieder aufs nächste Feld rüber siedeln, das ist eigentlich echt gut. Ach Gott. Case ist fast leer. Na gut, der ist am Rinderhof direkt, also wir werden das mal beobachten. Zur Not lebe ich ein bisschen länger mit der Meldung. Ich sage, wir werden es beobachten, mal gucken, wie viele tatsächlich verballert.
So, hier würde ich den ansetzen. Kurs generieren. Soll mich mal nicht immer so von diesen ganzen Kursplay-Meldungen stressen lassen. 62, Vorgewende machen wir 3. 10% mache ich jetzt erstmal nur. Ach, jetzt bin ich auch weich. F62 dreschen. 13 Meter. Den nehmen wir erstmal raus. Den ganzen Kurs nehmen wir raus. Wir schicken ihn von hier auf die 55. Ne, Quatsch, was ist denn das? 42. Ach, die 45. Ach ja, wer hat denn die Zahlen hier so, ne? Wer hat denn die so komisch benannt? 45. Da kommt bestimmt gleich einer, denke ich. Ist halt einer, der Feld 44 Abfahrer sein soll. Das könnte er sein, ich weiß nicht. Ist auch egal. Kommt schon einer, denke ich. Und der möchte gerne aufgetankt werden. 200. Der sagt Bescheid, obwohl er noch 237 Liter drin hat, dass er gerne aufgetankt werden möchte. Er verbraucht theoretisch pro Ingame-Stunde 100, 120 Liter. Also eine ganze Stunde kann er noch fahren. Wäre ein sportliches Programm für den, ne? Um hier das Feld zu ernten. Das wird er wahrscheinlich nicht ganz packen, nein. Aber fahren lassen würde ich ihn trotzdem mal. Ja. Das nehmen wir doch dann auch als Foto für die heutige Folge. Denn ich hatte jetzt ja gesagt, wir haben ja 4 unterschiedliche Drescher-Hersteller und das wäre jetzt ja doch auch ganz passend, denn eigentlich pro Folge werde ich eben sehen hier am Wochenende, ne, dass bei jeder Folge ein anderer Drescher drauf ist. Also morgen wird es dann nochmal ein Glas schaffen und der. So gerade, ich sehe etlich viel zu viele Fotos noch bei Vorlage drin. Naja, egal, mache ich dann lieber gleich, bevor ich mich jetzt hier, das verdrücke ich mich schon wieder, liebe Leute. Ich würde nämlich sagen, wir kommen dann zum Ende der Samstagsfolge. Heute Abend natürlich gerne noch Matchmap, liebe Leute. Würde mich natürlich freuen, wieder um Unterstützung, Livestream. Und vielleicht können wir das neue Twitch heute Abend, also dieses neue Feature nochmal ein bisschen testen mit irgendwelchen Vorhersagen. Vielleicht würde da irgendwas passen. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, und tschüss.